diesem Video zeige ich euch, wie ihr individuelle Regenbogen aus Wolle basteln könnt. Und so könnten sie aussehen. Ihr benötigt hierfür dickeres Band oder Kordel, farbige Wolle wie zum Beispiel Baumwolle, Garn und Nadel, eine Zange und eine Schere sowie Draht- und Tapestreifen. Dicke Kordel zurechtschneiden. Ich habe hier einmal 5 und einmal 3 Stücke zugeschnitten, je nachdem, wie viele ihr haben wollt. Anschließend das Tape an den äußersten Rändern befestigen, damit die Kordel nicht aufgeht. Nun den Draht zuschneiden. Er sollte von der Größe zwischen den Tapes liegen. Dann beginnt ihr mit dem Umwickeln. Am Anfang mit einem Doppelknoten befestigen und anschließend ohne Lücke die Wolle schön drumherum legen. Abschneiden und am Ende den Knoten nicht vergessen. Das macht ihr jetzt mit allen Teilen in eurer gewünschten Farbe, je nachdem, wie groß euer Regenbogen werden soll. Anschließend legt ihr euch den fertigen Regenbogen zusammen und fädelt das Garn in die Nadel ein. Nun seitlich die Nadel an der hellen Stelle der Kordel einstechen. Durch alle durchfädeln und dann wieder zurück, sodass man den Faden nicht sieht. Danach mit einem Doppelknoten befestigen. Das gleiche macht ihr an der anderen Seite auch. Ihr könnt aber auch unterhalb einstechen. Durchfädeln und so wieder zurückfädeln. So ist der dünne Faden auch versteckt. Das macht ihr an beiden äußeren Seiten und auch in der Mitte, damit der Regenbogen gut befestigt ist. Danach das Tape abmachen und die Enden der Kordel auseinanderziehen. Eine Bürste hilft euch dabei. So könnt ihr viele individuelle und bunte Regenbogen als Deko für den Tisch, die Wand oder das Fenster herstellen. Für ein Mobilier noch folgende Idee: Filz bereitlegen, Motiv wie diese Wolke aufmalen, mit der Stoffschere ausschneiden und Regenbogen mit dem Faden dran platzieren. Ein Mobilier für klein und groß und eine süße Geschenkidee, wenn ihr was Eigenes verschenken möchtet. Und nun viel Spaß beim Nachmachen!